IV 360 Grad, der Podcast zu neuen Perspektiven im Vascular Access Management. Wir sprechen mit Ärztinnen und Ärzten, Pflegefachkräften, Homecare-Dienstleistern, Patientinnen und Patienten sowie mit vielen weiteren Stimmen über Themen rund um das IV-Management. In dieser Folge begrüßt Sie hier ist Sonja Dietrich, heute im Gespräch mit Matthias Helberg-Nägele. Herr Helberg-Nägele ist Pflegeexperte des Netzwerkes Onkologie, Hämatologie und Pflegeexperte APN für Patienten mit zellulären Therapien am Kantonsspital in St. Gallen in der Schweiz. Zudem ist er seit 2021 stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises Pflege der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie und Mitglied der Education Working Group der European Oncology Nursing Society. Er hat diverse Lehraufträge rund um die Themen Pflegewissenschaft und Onkologie sowie zahlreiche Publikationen geschrieben und ich freue mich, dass er heute mein Gast ist und diesmal zum Thema zentralvenöses Kathetermanagement bei der Chemotherapie aus Sicht des Pflegeexperten. Dann darf ich heute nochmal begrüßen zu einer weiteren Folge, den Herrn Helberg-Nägele. Wer fleißiger Zuhörer ist, der weiß, wir hatten schon eine Podcast-Folge mit ihm. Heute beschäftigen wir uns mehr mit dem eigentlichen Kathetermanagement, nämlich dem zentralvenösen, aus Sicht des Pflegeexperten bei der Verabreichung von Chemotherapie. Und dann steigen wir auch gleich ein. Die Auswahl zum Venenzugang ist ja essentiell, damit die Applikation der Chemotherapie ungefährlich ist. Und dabei spielt natürlich auch das Venenverhältnis eine Rolle des einzelnen Patienten. Dabei gibt es den Begriff peripheres Arm Assessment. Was steckt denn da dahinter? Ja, ich würde einfach gerne mal mit einem Beispiel starten. Gerne. Von einer älteren Dame mit einem Mammakarzinom, die in die Tagesklinik kommt zu ihrer ersten Chemotherapie-Applikation mit Vinorelbin. Mhm. Vinorelbin ist ein Zytostatikum, stark Gewebstoxis. Die Pflegende, den Zugang legen möchte, findet keine Vene, muss mehrfach an beide Arme stechen, bis sie letzten Endes am Handrücken dann doch noch einen Venenzugang legen kann. Zunächst sieht alles auch gut aus, als ob die Chemotherapie gut laufen würde. Vinorelbin läuft auch nicht allzu lang. Am Ende entsteht dann aber doch eine Schwellung und es kam zum Zytostatika-Paravasat. Und wenn man sich jetzt überlegt, was hätte man in dieser Situation denn alles besser machen können, damit es zu diesem Paravasat gar nicht gekommen wäre, ja, ist meine Antwort eigentlich, dass man nicht in dieser Situation ansetzen muss, sondern schon viel früher. Ja. In dem Moment, wo eigentlich die Entscheidung fällt, dass diese ältere Dame eine Chemotherapie braucht, hier in dem Fall auch mit einer stark gewebstoxischen Therapie. In dem Moment hätte man sich eigentlich schon anschauen müssen, was für Vene hat die Patientin und hätte hier schon entscheiden müssen, was sie für einen Venenzugang braucht, damit das zur sicheren Applikation der Zytostatika kommt. Mhm. Von daher peripheres Arm Assessment eigentlich schon deutlich vor der ersten Chemotherapie. Das periphere Arm Assessment geht zumindest für mich zurück auf eine Publikation von Coyle et al., die den tollen Namen trägt, Eliminieren von Zytostatika Paravasaten. Also wirklich schon den Namen trägt, warum schauen wir nicht danach, dass wir Zytostatika-Paravasate nicht komplett auf Null zurückfahren. Und damit wir sie komplett auf Null zurückfahren, ist eben nicht nur die Pflegende, die sozusagen in dem Moment, wo sie die Zytostatika appliziert, in der Pflicht, sondern wir müssen uns den ganzen Prozess anschauen und schon vorher dieses Arm-Assessment machen. Und da geht es eben drum, in diesem Arm-Assessment
dass man sich den Venenstatus anschaut vom Patient. Und da gibt es so Variablen, wie hat der Patient schmale, brüchige Venen, ja, hat er vielleicht früher schon mehrere Venenpunktionen gehabt, auch bevor man einen Zugang legen konnte, oder sind die Venen zum Beispiel durch einen IV-Drogenabusus zum Beispiel schon zerlöchert? Hat er nur eine limitierte Auswahl an Venen, ja, oder hat er zum Beispiel andere Beeinträchtigungen, zum Beispiel mit der Blutzirkulation? Also für mich wäre ein gutes Beispiel die Mammakarzinom-Patientin, die an den Lymphknoten operiert wurde und eben, sage ich mal, ein Lymph- und ein Blutabflussproblem im operierten Arm hat, aber zum Beispiel auch Schlaganfall-Patienten, die vielleicht eine Sensibilitätsstörung habe auf einer Seite, ja, aber auch, sage ich mal, Patienten, die einen veränderten Mentalstatus oder eine eingeschränkte Wahrnehmung haben, wird man hier bei so einem Arm-Assessment, da geht es jetzt zwar nicht um den Arm, sondern um den Mentalstatus, aber da würde man natürlich sagen, wenn ich da jetzt einen Zugang am Arm lege, ja, ist das vielleicht zu riskant, weil der Patient den vielleicht ziehen würde oder es einfach nicht gut genug ruhig hält. Ja. Spielen noch andere wichtige Faktoren eine Rolle, wie eben das bereits erwähnte Gewebs, toxische Potenzial. Viele Onkologika haben eben ein hohes Potenzial, schwere Verletzungen zu machen und sollte von daher besser über einen anderen Zugang wie einen peripheren Zugang appliziert werden. Die Anzahl der Chemotherapiezyklen sind hier unter anderem auch von Bedeutung. Was für einen Zugang wird denn dann am besten gewählt für den Patienten? Also die Infusion Nurses Society in der USA empfiehlt den am wenigsten invasiven Zugang mit dem kleinsten Durchmesser und der geringsten Anzahl an Lumen. Ja? Mhm. Und will uns da damit, glaube ich, erstmal davor bewahren, dass wir jeden Patienten mit einem dreilumig ZVK ausstatten, einfach weil das so schön sicher ist. Ja? Also wenn jetzt nicht alle Menschen einen Katheter bekommen sollen, der da ein riesiger Zugang ist, wie Sie gerade beschrieben haben, welche Zugänge kommen denn überhaupt in Frage dann? Also Mindeststandard für eine Therapie, medikamentöse Tumortherapie, sollte eigentlich der periphere Venenkatheter oder ABO oder Braunüle oder wie das umgangssprachlich sonst noch so heißt. Ich rede eben gern vom periphere Venenkatheter, vom PVK. Das sollte eigentlich der Mindeststandard sein. Mhm. Ja? Und der sollte natürlich für eine Chemotherapie möglichst neu gelegt werden, also nicht schon tagelang im Prinzip im Patienten verweilen und möglicherweise schon eine Reizung der Venenwand gemacht habe. Ja. Was in Deutschland, denke ich, dann auch noch sehr verbreitet ist im Chemotherapiebereich, ist der POT, wo man im Prinzip dann sagen würde, das ist ein komplett implantierter zentralvenöser Zugang. Ich erkläre das den Patienten immer so, das ist wie das obere von einer Infusionsflasche, das wird unter die Haut und implantiert und das kann dann von außen immer wieder angestochen werden und die Nadel kann wieder gezogen werden. Und so ein Port ist natürlich aber sehr, sehr langfristiges, kann tausende Male angestochen werden. Die Portnadel kann zwischen 7 und 14 Tage liegen bleiben. Also im Prinzip reden wir hier bei richtiger Pflege oder bei richtigem Umgang von einem lebenslangen Zugang. Jetzt sollte es aus meiner Sicht da dazwischen im Portfolio der Chemotherapie eben noch
kleinere Abstufungen gäbe. Denn ich kenne gut Patientensituationen, wo es heißt, sind eigentlich nur 3 oder 4 Zyklen Chemotherapie geplant. Das lohnt sich eigentlich nicht, dass wir hier einen Port legen. Ja? Aber auf der anderen Seite hat der Patient einen sehr schlechten Venenstatus. Das Vena-Assessment hat ergeben, dass das peripher eigentlich nicht möglich ist. Und hier könnte man eben zum Beispiel mit einem Pickline, das ist der peripher insertierte zentralvenöse Katheter, arbeiten, der im Prinzip im Oberarm in eine periphere Vene eingeführt wird und wie ein zentraler Venenkatheter dann aber seine Spitze unmittelbar vorm rechter Herz in der oberen Hohlvene hat und von daher natürlich genutzt werden kann wie jeder andere zentralvenöse Katheter. Aber eben durch die periphere Lage weniger infektanfällig ist und von daher länger liegen bleiben kann. Es gibt PIC-Reports, die, sag ich mal, von über einem Jahr sprechen. Da wäre ich sehr zurückhaltend, aber ich sag mal, für die Zeit von bis zu 3 oder bis zu 6 Monate ist für mich der PIC ein hervorragender Zugang, den man legen könnte. Und es gibt auch einen noch kurzfristiger Zugang, wenn ich beim peripherer Venenkatheter beim PVK gesagt habe, der sollte möglichst immer neu gelegt werden. Jetzt stellen wir uns vor, ein Patient kommt 5 Tage nacheinander in die Tagesklinik, bekommt dort Cisplatin, Etoposid, kriegt 5 Tage hintereinander immer wieder ein neuer peripherer Venenkatheter gestochen, dann könnte man den zum Beispiel auch mit einem Midline-Katheter ausstatten. Midline ist ein Zwischending zwischen peripherem Venenkatheter und PIC-Katheter. Die Spitze liegt immer noch in der peripheren Vene, geht also nicht vor bis Herz, bis vors Herz und kann aber auch gut 14 Tage liegen bleiben. Bei der Applikation von dieser Art der Katheter gibt es ja sicherlich trotz allem auch Risiken, die entstehen können. Risiken gibt es selbstverständlich, ja. Können vielfältig sein. Also mir ist immer wichtig bei Risiken auch die Paravasate zu nennen, ja, die ja vor allem bei den peripheren Venenkathetern Problem sind, wo es immer heißt, bei zentralen Zugängen zum Beispiel einem Port ist das Risiko deutlich geringer. Wo es aber keine belastbare Zahlen gibt und ich immer auch gern davor warne vor einem falschen Sicherheitsgefühl. Also bitte auch bei einem Port an Zytostatika Paravasate denken. Es kann immer mal eine Fehlpunktion vorliegen, es können Materialdefekte vorliegen, es kann ein Katheterabriss, Pinch-Off-Syndrom, es gibt verschiedene Probleme, die auch da sein können. Generell bei diesen zentralen Zugängen gibt es an Risiken oder Komplikationen Thrombose. Das können zum einen natürlich Thrombose innerhalb vom Patienten sein, auf der anderen Thromben, aber auch Fibrinbeläge und damit natürlich ein Katheterverschluss oder dass der Katheter dann nur noch schwer durchgängig ist deswegen. Aber es können auch Infektionen auftreten, vor allem bei den langliegenden Zugängen wie PIC und Port als Folge von Biofilm, der sich in den Zugängen bilden kann. Jetzt gibt es ja auch trotz allem sicherlich bestimmte Sachen, durch die sich manche Komplikationen auch vermeiden lassen. Sehr genau. Und da ist für mich die Technik, ja, mit der ich einen Zugang spüle, eigentlich das
A und O. Ja, also zunächst mal, das Spüler als solches ist enorm wichtig und Spüler mit Kochsalz kann man eigentlich nicht oft genug. Mhm. Ja, es gibt Beschreibungen, bevor ich einen Pott blocke oder bevor ich einen zentralvenösen Katheter blocke, spüle ich ihn erstmal mit 20 Milliliter Kochsalzlösung durch. Ja, dann das eigentliche Blocken sollte mit der sogenannten pulsative Technik oder Turbulent Flush oder Push-Pulse-Technik oder wie immer die man nennen möchte, geschehen. Das ist eine Technik, wo eben, sage ich mal, die Spüllösung nicht nur, sage ich mal, in einem kontinuierlichen Fluss gegeben wird, sondern wo ich immer kurz spüle, stopp, spüle, stopp, spüle, stopp. Ja, eine Studie im Labor von Guiffon hat gezeigt, dass das optimale Tempo ungefähr 8 Sekunden sind, wobei zwischen jedem Spüler eine Sekunde Pause sein muss. Ja? Also wer das so das exakt hinkriegt, ja. Aber ich denke, die Technik ist das Beste. Und in dieser Studie von Guiffon et al. Sieht man eben, dass das auch deutlich überlegen ist zum kontinuierlichen Blocker aus der Hand, aber auch zur Infusion, die kontinuierlich läuft. Mhm. Es gibt dann noch viele andere hochinteressante Laborstudien eben hier von diesem Guiffon und seiner Gruppe. Die Ausrichtung der Portnadel spielt zum Beispiel eine Rolle, also zeigt die Portnadel Richtung Ausgang der Portkammer, dann spüle ich ja sozusagen aus der Portnadel direkt zum Ausgang und hinter der Portnadel sozusagen ist ein großer toter Bereich, der kaum gespült wird. Ja, während zeigt der Ausgang der Portnadel eben 180 Grad weg vom Ausgang der Portkammer, dann spüle ich eben gegen die Wand. Dadurch entstehen dann nochmal diese Verwirbelungen in der Portkammer. Ich habe die viel bessere Spüleigenschaft. Ja, die Beschaffenheit des Pots spielt eine Rolle. Hat der abgerundete Ecken, also die Portkammer, oder hat sie, sind es wirklich Ecken? Mhm. Ja, Ecken sind schwerer zu spülen, wie wenn es abgerundet ist. Hat der Pot eine Plastikbasis oder hat er eine Metallbasis? Eine Plastikbasis raut auf durch das viele Anstechen und damit bildet es natürlich eine bessere Haftfläche für Biofilm, ja. Wichtig ist dann natürlich auch der positive Spüldruck, den ich brauche, damit, um das Zurücklaufen von Blut in das Portsystem oder in den Pick. Also alles, was ich sage, gilt natürlich auch für alle anderen den Pick, ja, um das Zurücklaufen von Blut zu verhindern. Den positiven Spüldruck erzeuge ich unter anderem dadurch, dass sozusagen ich während dem letzten Push, also während ich spritze, ich die Klemme der Nadel schließe. Mhm. Ja. Ich kann es mir aber natürlich auch schön einfach machen und mit sogenannter nadelfreie Ventile, die einen positiven Druck aufbauen, arbeite. Denn wenn ich bei diesen nadelfreien Ventilen, die eben so einen positiven Druck aufbauen, die Spritze rausziehe, dann macht es am Ende von dem Ventil nochmal pfft und dann kommt da nochmal ein Tropfen raus. Mhm. Ja? Und auch so wird verhindert, dass Blut zurückläuft ins Portsystem. Mhm. Wichtig ist auch die Spüllösung. Ja, und da ist aber klar, dass wir unseren Glaubenskrieg, den ich die letzten 20 Jahre erlebt habe, muss es jetzt Kochsalz sein oder muss es Heparin sein, dass wir den eigentlich beendigen müssen. Nein, Heparin muss es nicht sein. Es gibt systematische Reviews, wo also das Wissen aus verschiedenen Studien zusammengefasst wurde und man sieht, dass das Heparin überhaupt keinen Unterschied macht. Aber es gibt natürlich andere Katheterblock
Lösungen, die zum Beispiel mit Citrat oder Taurolidin, was im Prinzip eine Aminosäure ist, eine körpereigene, viel bessere Eigenschaften habe bezüglich Auflöse von einem Biofilm, der Grundlage für Infektion ist, aber auch von Vermeider von Thrombosen. Das sind einige Steps, die man im Grunde einhalten kann, die nicht so schwierig sind, damit eben bestimmte Komplikationen gar nicht erst entstehen. Was sagen Sie denn nochmal zum Thema Paravasate vermeiden? Wie könnte ich denn da nochmal näher drauf eingehen? Wie kann ich die vermeiden? Natürlich, indem ich mir am besten im Vorfeld schon überlege, was für einen Zugang braucht der Patient. Ja, dann sage ich mal, aber auch im Moment der Applikation gibt es natürlich eine ganze Reihe von Dingen, die ich richtig machen muss, beziehungsweise die ich falsch machen kann. Also wenn ein peripherer Venenzugang verwendet wird, dann ist es natürlich wichtig zu schauen, dass der auch an der richtigen Stelle liegt. Hier empfehle sich die dicke Venen in der Unterarmmitte. Ja, also eben nicht in der Ellenbeuge, nicht im Handgelenk wie eben Eingang, Handgelenk oder Handrücke wie eingangs berichtet in diesem Fallbeispiel, sondern wirklich in der Unterarmmitte. Das hat den Grund, da ist nicht so viel Bewegung, dass der Zugang verrutschen könnte. Aber wenn es zum Paravasat kommt, ist da auch muskuläres Gewebe, wo das Paravasat aufnehmen kann und wo man im schlimmsten aller Fälle auch leichter herausschneiden könnte. Ja, also keine Applikation am Handrücken, keine Applikation am Handgelenk, keine Applikation in der Ellenbeuge. Ja, kann man natürlich machen, aber man muss dann einfach sehr, sehr gut und wachsam sein und den Patient ganz engmaschig überwachen. Prinzipiell sage ich immer, alle gängige Leitlinien verbietet das, und dann würde ich auch sagen, lieber Finger davon lassen. Ja. Dann, wenn mehrere Punktionen notwendig sind, dann muss ich natürlich auch darauf achten, dass ich, sag ich mal, nicht distal vom letzten Punktionsort neu punktiere, sonst habe ich möglicherweise einen super Venenzugang, der ganz toll aussieht, aber weiter oben im Verlauf der Vene habe ich einen Defekt in der Vene, und dann kann das da natürlich zum Paravasat kommen. Und ich muss schauen, dass der Patient eben, ja, dass er den Zugang nicht auf seiner gelähmten Seite zum Beispiel legt, oder wie vorher schon angesprochen, bei Ablatio Mammae zum Beispiel, wenn venöse oder lymphatische Abflussprobleme da sind, dann sollte ich da lieber vorsichtig sein auf der Seite. Ich hatte mal ein Paravasat, wo ich dazugerufen worden bin, bei einem Patient auf der gelähmten Seite, wo der Patient eben Sensibilitätsstörungen hatte. Der Pflegende sagt noch zu mir, ach Matthias, ich wusste, das geht schief. Oh, ja. Wo ich dann sage, ja, wenn du weißt, dass es schief geht, ja, warum machst du es dann? Ja, das ist eben auch noch was, wo ich immer gern mit auf den Weg gebe, hört auf euer Gespür. Ja. Weitere wichtige Sache, der Zugang sollte wirklich reizlos sein. Wenn ich zum Beispiel für eine Kochsalzapplikation mir denke, ja, der Zugang tut ein bisschen weh, aber die Kochsalz kann ich noch geben, das mag gut und richtig sein, Zytostatika gebe ich über den Zugang nicht mehr, sondern der sollte wirklich reizlos sein, denn eine Vene, die eben schmerzt und schon angegriffen ist, ist natürlich auch nicht mehr so widerstandsfähig, und mit der Zytostatika mit der Chemotherapie kommen natürlich neue Reize für die Vene mit dazu, die dazu führen können, dass die Vene dann auch kaputt geht. Ja, immer den Venenzugang auf die korrekte Lage und Durchgängigkeit überprüfen, das gilt eben auch für alle zentrale Zugänge, ist Blut aspirierbar, und wenn Blut aspirierbar ist, das ist natürlich der
Kardinalsbeweis dafür, dass ich wirklich in der Vene bin. Ja, und das Blut sollte ja wirklich unmittelbar vor der Applikation aspiriert werden. Aber da hatte ich ein Beispiel von einem Port-Paravasat, das war ein frisch angelegter Port. Ja, Patient kommt aus dem OP, Kollege nimmt Blut ab, war alles wunderbar dokumentiert, Blutrückfluss gegeben. Ich nehme an, dann ist diese Operationsstelle angeschwollen, hat die Portnadel so aus der Portkammer rausgezogen, als man dann die Chemo geben wollte, war er nimmer rückläufig. Kollegin dachte sich, naja, vorher war er ja rückläufig. Und so kam es zum Portparavasat. Also er sollte in dem Moment, wo ich applizieren mag, auch rückläufig sein. Jetzt kann man natürlich sagen, nicht jeder Zugang ist rückläufig. Viele ältere Ports, auch viele ältere PICs sind eben nimmer rückläufig. Ja. Und man kann dann schauen, ist es gut anspülbar, kann ich zum Beispiel die Antiemese frei im Schuss einlaufen lassen. Das wären natürlich auch so Kriterien, wo ich sagen würde, dann kann man das machen, ja. Aber das Hauptkriterium ist für mich immer, bin ich mir sicher? Ja, und wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dann sollte ich die Applikation abbrechen. Für mich gehört auch zu jeder Applikation ein gut aufgeklärter Patient, ja, der weiß, wann er sich melden muss, warum er sich melden muss. Ja, es gab mal eine ganz interessante Selbstversuch von einem geschätzter Kollege von mir aus der Schweiz, vom Ernst Neff, der wollte der Frage nachgehen, ja, welche Infusion kommt früher zum Stehen? Eine, die über eine Infusionspumpe gepumpt wird oder eine freilaufende? Dann hat er sich in beide Arme einen Zugang legen lassen, natürlich beide para, und hat dann getestet. Und das interessante Ergebnis war, er musste es abbrechen, weil bevor die Infusionen zum Stehen kamen, waren die Schmerzen auf beide Seiten so stark, dass es nimmer weiterging. Und das zeigt natürlich ganz deutlich, wie wichtig der Patient ist als Frühwarnsystem für ein Zytostatika-Paravasat. Deswegen gehört zu jeder Zytostatika-Applikation mit dazu, dass ich dem Patient sage, wenn sie Schmerzen habe, wenn irgendwas komisch ist, wenn es anschwillt, wenn es feucht wird, einfach wenn was nicht stimmt, immer sofort läuten. Und ich muss natürlich dann auch da sein. Ja. Ja. Und die Infusion dann auch stoppen und diese Rückmeldung ernst nehmen. Ja. Schwierig ist das natürlich bei somnolenter, verwirrter, betagter, adipöser Patienten. Also alle die Patienten, wo vielleicht einfach nimmer so ohne weiteres Auskunft geben können oder die Informationen, die ich ihnen gebe, kognitiv verarbeiten können. Und letztes, aber auch sehr, sehr wichtiges Kriterium, was alle Leitlinien so empfehlen, die Zytostatika-Applikation nur durch geschultes und erfahrenes Personal. Wir sind ja im ersten Podcast schon drauf eingegangen, dass die Qualitätsstandards der Konferenz Onkologischer Krankenpflege, KOK, sind, dass Pflegende, die Zytostatika applizieren, diese 14-Stunden-Schulung gemäß der Handlungsempfehlung durchgemacht haben müssen und dass dann in der Folge 50 Zytostatika-Applikationen im Jahr durchgeführt werden müssen. Und 50 sind nicht viel, das ist eine Zytostatika-Applikation pro Woche. Ja, 50 Applikationen schafft man in einer Tagesklinik an 1 bis 2 Tagen. Wahnsinn. Wer unsere vorherige Folge gehört hat, der weiß, auf was wir jetzt noch mal ganz kurz eingehen wollen, weil da haben wir noch mal ganz ausführlich drüber gesprochen. Aber trotz allem, weil wir eben auch durch das Kathetermanagement in der Applikation sind, die Chemotherapeutika fallen unter CMR. Das haben wir in der vorherigen Folge schon einmal erklärt. Wollen jetzt aber trotzdem noch mal kurz darauf eingehen, was wir bei der Verabreichung beachten müssen, um Kontaminationen zu vermeiden? Also im Prinzip gibt es sehr viel, was man beachten muss. Im Prinzip von dem Moment, wo ich die Onkologika entgegennehme, bis hin zur
Wiederausscheidung durch den Patient. Also ich muss sie richtig lagern, ja, damit ich den Schrank nicht kontaminiere. Hatte das einmal erlebt. Doxorubicin ist ja zum Glück so schön rot. Da sieht man ja, wo es hinläuft. Kam aus der Apotheke, wurde gelagert im Schrank ganz oben. Oh ja? Gott, ich weiß nicht. Und der Verschlussstopfer Lualoc, darüber haben wir uns ja im ersten Podcast schon unterhalten, war offensichtlich nicht richtig draufgedreht. Auf jeden Fall ist aus dieser Spritze das Doxorubicin rausgelaufen. Und man konnte das, weil in den Schubladen so ein Modulsystem immer so Löcher unter drin waren, man konnte so ganz sehr, wie das wirklich Schublade für Schublade nach unten getropft ist, und wir haben wirklich von einer Schrankwand komplett die Schublade einfach genommen und weggeworfen. Oh Gott. Ja, also würde sich da im Prinzip schon empfehlen, die Onkologika ganz unten zu lagern. Ja, so könnte ich jetzt weiter erzählen. weiß nicht, wie viel Zeit wir denn für den Podcast haben. Beim Herricht oder Applikationsfertig machen der Zytostatika ist natürlich ganz wichtig, Ruhe und Konzentration, ja, auch für die ganze Sicherheitschecks, habe ich den richtigen Patient, ist das die richtige Therapie für den Patient, aber natürlich auch, dass ich, sage ich mal, die Ruhe habe und nicht abgelenkt bin und mit diesem, ja, Gefahrstoff korrekt umgehe. Es gibt in der Zeitschrift Onkologische Pflege ein sehr schönes Bild von einem Kollege von mir aus Münster, der so eine gelbe Warnweste, die jeder von uns im Auto hat, anhat, und da steht hinter drauf Vorsicht, Zytostatika richtet Dienst oder so ähnlich. Ne? Und damit wirklich klar ist, den darf ich jetzt nicht ansprechen. Mhm. Ja. Dann spielt natürlich die persönliche Schutzausrüstung eine Rolle, Mindeststandards auf jeden Fall. Die Handschuhe, die ein entsprechendes DIN N374 Prüfsiegel haben sollte. Das heißt, sie sind auf Flüssigkeitsdurchlässigkeit getestet. Dabei werden sie wie ein Kondom aufgepustet, und wenn da Löcher drin sind, geht da eben keine Luft rein. Mhm. Und es werden eben von außer Chemikalien draufgeträufelt, Chemikalien, keine Zytostatika, Chemikalien draufgeträufelt, und wird gemessen, wie lange es braucht, bis die dann auf der Innenseite vom Handschuh wieder ankommen. Mhm. Das sind Laborbedingungen, das heißt, ich habe keine vorher desinfizierte Hände, und ich habe auch Raumtemperatur und keine 37 Grad im Labor. Ja, also wahrscheinlich sind die Materialeigenschaften, wenn wir die Handschuhe anziehen, nochmal andere. Deswegen empfiehlt sich natürlich, dass man hier Handschuhe nimmt, die nicht den untersten Standard, sage ich mal, in dieser Prüfformel habe. Aber mit Ausrüstung kann man weitermachen. Und mir ist schon auch klar, dass wir einen Weg finden müssen, wie man arbeiten kann. Also einen Weg zwischen Sicherheit und Arbeiten. Denn Schutzausrüstung hat natürlich auch immer was mit Adhärenz zu tun. Also ich muss die Schutzausrüstung ja auch tragen wollen. Mhm. Und auch da sieht man in Studien, dass die Adhärenz beim Tragen der Schutzausrüstung durchaus ein Problem ist. Ja, aber wenn wir zum Beispiel nach Amerika schauen, dann sind dort zum Beispiel wasserdichte Schutzkittel empfohlen und Schutzbrille, wenn ich an Infusionsständer gehe und einen Chemotherapiebeutel aufhänge, vor allem wenn es über meinem Körperniveau ist. Ich hatte ja im ersten Podcast, glaube ich, schon berichtet von der Situation, ich komme ins Zimmer, die Kollegin abgelenkt durch mich, das tut mir auch sehr leid, ja, denkt, sie hat das System schon verbunden
und öffnet die Klemme und es läuft ja eben alles über den Körper. Und das müssen wir natürlich überlegen, müssen wir für diesen einen Moment ja gerüstet sein oder nicht. Was aber sicher ein Problem ist in der Pflege, sind die nackten Oberarme. Also was ich immer empfehle, wenn ich abwäge zwischen Schutzkittel ja oder nein, das sind, dass man beim Arbeiten an der Arbeitsfläche, beim Herrichten, beim Applikationsfertigmachen, dass man da Armstulpen trägt oder Minimum Handschuhe mit langem Schacht. Für mich ist aber, und darum ging es ja schwerpunktmäßig im ersten Podcast, eine echte Verbesserung, wenn wir wegkommen von Lua-Lock, denn Lua-Lock kann falsch zusammengeschraubt werden, man kann vergessen, dass man es zusammenschraubt, dass, wenn ich aufdrehe, dann läuft's. Genau, es ist kein echtes geschlossenes System. Genau, und im Prinzip müssen wir hinkommen zu echten geschlossenen Systemen und da wären wir eben bei den Closed System Transfer Devices, bei den CSTDs, die innerhalb der Apotheke unter der Sicherheitswerkbank schon gang und gäbe sind und die wir auch an der Infusionstechnik brauchen. Da wäre das nicht passiert, bei der Kollegin, die vergessen hat, das anzuschrauben, denn bei einem CSTD läuft es nur dann, wenn ich das korrekt miteinander verbunden habe. Wie Sie schon gesagt haben, es ist in anderen Ländern gang und gäbe, in der USA, glaube ich, sogar Pflicht, hatten wir vorhin gesagt. Was müsste denn getan werden, damit das in Deutschland nicht nur eben in den Bereichen der Apotheke, sondern eben auch im Bereich der Verabreichung, wenn ich dann in der Klinik an den Menschen gehe, sozusagen etabliert werden kann? Also ich denke, in Deutschland, wir haben eine ganze Reihe von Problemen. Ja, also ich denke, es braucht auf jeden Fall eine Lobby für die Pflegenden, die sich für die Sicherheit und für Arbeitssicherheitsbelange von Pflegenden einsetzt. Ich würde mir die Pharmazeuten, die also die spezialisierten Zytostatika-Pharmazeuten hier in der Rolle wünschen, habe aber auch schon erlebt, dass die auch echte Bärendienste leisten können, weil sie natürlich die Situation rund um ihre Sicherheitswerkbank ganz gut kennen, aber nicht die Situation kennen, wie sie auf Station vorzufinden ist. Also was passiert, wenn der inkontinente Patient oder der verwirrte Patient, der gerade Chemotherapie gekriegt hat, in die Ecke pinkelt? Ja. Also das ist was, das passiert in der Sicherheitswerkbank nicht. Ja. Ja. Es braucht sicherlich auch im Bereich Pflege, ja, Experten wie mich, ja, die sich dem Thema annehmen, die intensiv an der Schulung arbeitet, die aber auch Lobbyarbeit betreiben, ja. Es braucht aber natürlich auch die Industrie, ja, die solche Systeme auch herstellt und vorantreibt. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Herr Helberg-Nägele, vielen lieben Dank. Wir haben super viele Infos von Ihnen bekommen. Wer noch mehr praktische Beispiele hören möchte, die sehr interessant sind, der muss den vorherigen Podcast anhören. Da haben wir noch einige erzählt. ich danke Ihnen für dieses Riesenzeitfenster, was Sie uns gegeben haben. Und ich hoffe, dass wir das auf einen guten Weg bringen können, dass ganz viele auch diesen Podcast hören und sich eben dafür auch stark machen, weil das einfach so super wichtig ist. Vielen Dank. Ja, sehr gern. Das war IV 360 Grad, der Podcast zu neuen Perspektiven im Vascular Access Management. Eine Produktion des Medizinprodukteherstellers Vigon aus Aachen. Mit Ideen und Inspirationen aus dem PIC-Netzwerk. Weitere Informationen zu PIC- und Midline-Kathetern sowie alle Folgen der Podcast-Reihe finden Sie online unter www.pic-netzwerk.de. Am besten gleich abonnieren und keine Folge verpassen.